Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Herokon Online. Das nun dritte DSA-Spiel, was ich hier, also dritte DSA-Rollenspiel, was ich hier auf dem Channel vorstelle. Ich habe schon angefangen mit Let's Play Memoria. Das ist das, nein, sorry, nicht Memoria, Blackguards heißt es. Memoria habe ich auch gespielt, aber nicht als Let's Play. Also Blackguards habe ich gespielt, ein DSA-Spiel in der Welt des Schwarzen Auges. Aventurien heißt sie. Ich habe Schicksalsklinge HD gerade angefangen und werde damit nochmal neu starten, weil ich gemerkt habe, dass ich die verbuggte 1.0-Version habe und mir jetzt über Steam nochmal die aktuelle Version geholt habe. Das fange ich mit einem Freund an jetzt morgen. Und dieses Spiel hier wollte ich auch mal ausprobieren. Ob ich das jetzt dauerhaft spielen werde, weiß ich noch nicht. Es ist ein MMORPG, also ein Multi, Massive Multi Online Role-Playing Game. Der bekannteste Vertreter dieser Spielegattung ist sicherlich World of Warcraft von Blizzard. Und genau in diesem Stil ist das wohl auch. Wobei es sich hier um ein Browser-Game handelt, zunächst mal. Also wird im Webbrowser gespielt. Ich habe jetzt hier in Chrome das geladen. Was auch ganz interessant ist, ist ein Free-to-Play-Spiel. Also es ist umsonst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Free-to-Play, da läuten bei mir normalerweise alle Alarmglocken. Ich hasse Free-to-Play. Ich hasse das ganze Prinzip. Dieses ganze In-App-Purchases, sich im Spiel mit Geld vorwärts kaufen, das ist absolut entgegen meiner Spieleethik, wenn ich es mal so nennen darf. Also ich hasse Free-to-Play an sich, deswegen bin ich da sehr skeptisch. Aber weil es ein DSA-Multiplayer-Rollenspiel ist und ich mir das doch mal ansehen wollte, werde ich es mir trotzdem mal ansehen und mal sehen, wie das umgesetzt ist mit diesem In-App-Purchases. Also In-App-Purchases heißt also, man kauft innerhalb des Spiels irgendwelche Dinge, irgendwelche Items gegen echtes Geld, um vorwärts zu kommen im Spiel. Was letztlich dazu führt, dass die Leute, die ja viel Geld ausgeben, eben im Spiel besser sind als die, die wenig Geld haben. Man kann eben dieses kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen, immer durch mehr Zeit dann entsprechend ausgleichen. Nun ja, ich bin auch ein bisschen unschlüssig hier mit der Erstellung meines Charakters. Im echten DSA spiele ich meistens einen Magier. Hier in solchen kampflastigen Spielen bin ich dann doch meist eher jemand, der zu Kriegercharakteren neigt. Denn es geht ja nicht groß darum, irgendwie einen Charakter auszuspielen. Wobei ich das gar nicht weiß, wie es jetzt hier ist. Ob das so ist, dass die anderen Leute im Spiel ihren Charakter wirklich spielen. Also es gibt es ja auch in World of Warcraft, da gibt es ja eigene Server für Roleplay-Gaming, also für echtes Ausspielen der Charakterrolle. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Ansonsten, ich glaube, ich probiere es mal mit so einem Elfenkämpfer. Ja, das scheint mir doch irgendwie jetzt gerade mal ganz interessant zu sein. Elfenkämpfer männlich. Okay. Wanderer oder Klingentänzer? Wanderer streifen fernab ihrer Sippe umher. Ihre Kämpfe führen sie mit zwei Waffen und absoluter Entschlossenheit. Oder der Klingentänzer? Oh, hat auch zwei Waffen. Klingentänzer kämpfen mit nahezu verspielter Eleganz. Mit Florett und Parierwaffe bringen sie ihren Gegnern tödliche Wunden bei. Florett und Parierwaffe oder irgendwelche anderen zwei Waffen. So richtig weiterhilft mir diese Beschreibung jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber Klingentänzer, warum nicht? Klingt cool. Okay. Manuell anpassen kann man jetzt was? Achso, das Aussehen hier noch. Okay. Es gibt also anscheinend keinen Expertenmodus. Also nichts, wo man wirklich mal selber nochmal die. Also man hat ja im Original, die ist eine riesige Auswahl an Klassen und Rassen. Hier sind es ja auf drei Rassen, Elfen, Menschen, Zwerge, eingeschränkt und auch die Klassenauswahl ist natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was in echten DSA, Pen and Paper, also dem Rollenspiel mit Papier und Bleistift möglich ist. Und ja, hier mit der Haarfarbe, da passiert ein. Achso, doch, ach, das ist die Hautfarbe, sorry. Hautfarbe, okay. Ja. Gut, Haare. Achso, das sind verschiedene Frisuren. Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie wirklich einen Elfen gespielt. Weder, obwohl ein Computerrollenspiel glaube ich schon, aber so in echt, in echten Rollenspielen noch nicht. Ich glaube, ich lasse das hier mal mit dem manuell anpassen. Ich gehe mal ein paar Zufallsgenerierungen einfach durch und guck mal, was mir da gefällt. Ja, ich nehme mich
Aber ja gut, Yandor passt jetzt nicht, wenn ich einen Elfen spiele. Ich kenne keine Elfennamen. Ach, keine Ahnung. Ja, dann lasse ich mir das auch auswürfeln. So, neuer Name. Edalin ist okay. Neues Porträt. Ja. Fällt mir schwer, mich mit so einem elfischen Aussehen zu identifizieren, muss ich direkt vorweg sagen. Okay. Ja, nehmen wir den doch. Okay. Ich hatte was gelesen, ich hatte ganz kurz vorher mal angelesen, es war aber schon älterer Artikel von 2012. Du bist auf dem Weg in die schöne Stadt Greifenfurt, als dich bei einer Rast bleierne Schwere überkommt. Während du dich noch fragst, was der Grund für deine plötzliche Müdigkeit ist, hast du eine beunruhigende Vision. Ach, dir die Kinder, sie werden in diesem Moment hierher gebracht, mein Gebieter. Denk daran, wir brauchen sie lieben. Ihr Blut wird euch gehören, mein Gebieter. Ihr werdet... Warte, es ist jemand hier. Du, wie kannst du es wagen, du elender Wurm? Mein Fluch wird dir dein kümmerliches Leben auf den Körper reißen. Verdammt, was war das denn? Das war doch kein Traum. Diese widerliche Kreatur hat so echt gewirkt. Ich... Ach, Bardossa, was geht denn da vor? Kinder? Dieser Dämon aus meiner Vision hat doch auch etwas von Kindern gesagt. Okay, also das ist die einführende Geschichte offenbar. Bevor ich spiele, sollte ich vielleicht noch ein paar Dinge anmerken. Also erstens, was ich gerade sagen wollte, ich hatte einen Artikel von 2012 gelesen, da hieß es, es gäbe auch einen Expertenmodus und dieses Spiel hier, das basiert auf den Regeln von DSA 4.1, also auf den offiziellen DSA Pen-Paper-Regeln in Version 4.1, die ich auch kenne, die ich auch selber spiele. Und ja, diesen Expertenmodus habe ich entweder gar nicht gefunden, oder es gibt ihn nicht mehr. Keine Ahnung, denn da gab es ja jetzt nur relativ wenig Auswahl. Und was ich auch noch erwähnen sollte, ist natürlich, es handelt sich um eine Open Beta. Also es ist eine Beta-Version, zu der sich jeder anmelden kann. Und zwar schon seit 2012. Ich weiß nicht genau wann, aber 2012 ist diese Open Beta gestartet. Und... ja, bisher hat sich an diesem Beta-Status auch im Jahre 2014 nichts geändert. Aber wir werden mal sehen, wie gut das Spiel trotzdem vielleicht schon ist. So, herzlich willkommen, Open Beta, Herokon Online, Infos und Regeln zum neuen Chat. Okay, ich gehe mit dem Charakter, wenn ich da hinklicke, ist schon mal interessant. Gebiet, hä? Achso, jetzt ist das anklickbar. Okay, da würde ich jetzt irgendwas im Browser öffnen. Ehrlich gesagt würde ich das jetzt erstmal hier nicht haben. So, okay. Hier ist der blöde Goblin. Menschenfressender Goblin. Der macht eigentlich jetzt mal gar nichts. Ich greife ihn einfach an. Was habe ich jetzt hier noch? Okay, eine Sekunde mal eben. Also, hast uns gerettet, sehr schön. Also, was habe ich hier? Ich kann auch schon direkt aufsteigen. Schon Stufe 2. Okay, das wäre jetzt im Original DSA auch nicht so. Düstere Vision, ja, okay, war es so schnell, sie zu retten, so wünscht man sich das ja auch als Held. Okay, also nochmal, angreifen ist einfach 1, 2 wäre dann ein gezielter Stich im Nahkampf, du attackierst gezielt eine schlecht geschützte Stelle des Gegners, trifft der Angriff, ignoriert er 2 Punkte des gegnerischen Rüstungsschutzes, okay. Was haben wir noch? Finte 1... gerade Angriff. Ja, gut, das ist, also diese Sachen gibt es ja auch tatsächlich in DSA. 4 ist ein Zauber offenbar. Also können wir auch zaubern. Attributo Gewandtheit. Steigert die Agilität des Nutznießers. Die Gewandtheit steigt 5 Minuten lang um 1 Minute. Hä? Was soll das heißen? 1 Punkte? Also, ach, wahrscheinlich um 1, von 1 bis 1 Punkte. Das wird wahrscheinlich dann mit der Zeit immer mehr. Ist natürlich schlecht ausgedrückt. Taschendiebstahl kann ich noch machen. Fährten suchen. Provozieren, okay. Kurzschwerter Klingentänzer. Aha, okay, so richtig. Verstehe ich jetzt noch nicht. Und robuster Kurzbogen.
Na gut, okay, das werden wir sicher mit der Zeit alles rausfinden. Das wird ja im Tutorial wahrscheinlich auch noch erklärt werden. Hier, mit dem können wir jetzt offenbar sprechen, mit dem kleinen Jungen. Ja, wir nehmen natürlich diese Aufgabe an. Wäre natürlich interessant, was passieren würde, wenn wir sie nicht annehmen würden, ob es trotzdem irgendwie weitergehen würde. So, worum geht's jetzt? Ihre Schwester Zaya und den Rest ihrer Reisegeschäft verloren. Sie benötigen deine Hilfe, um sie wiederzufinden. Okay, dann suchen wir die mal. Meine beiden Schwestern und ich waren auf dem Weg nach Greifenfurt. Plötzlich wurde die Kutsche angegriffen. Goblins kamen von überall und schlugen auf den Kutsche ein. Meine kleine Schwester Alvida und ich sind auf der Kutsche gesprungen und liefen so schnell wie konnten. Aber einer der Goblins war einfach schneller und holte uns ein. Ich dachte schon, er würde uns töten. Aber dann kamst du. Okay. Ich guck mir das ja gerade nochmal ganz kurz an. Herokon Shop. Ja, da haben wir schon die In-App Purchases, von denen ich eben gesprochen habe. Okay. Da kann man also alle möglichen Kram jetzt kaufen. So, ich muss jetzt die Kutsche finden. Das tue ich doch direkt mal. Flüster. Sieh nur, da ist die Kutsche. Ja. Eine Frauenleiche. Okay. Moment, hä? Was ist jetzt hier los? Es passiert komischerweise nichts, wenn ich sie anklicke. Auch nicht mit der rechten Maustaste. Was ist das jetzt? Was soll das? Oder muss ich erst einen Hinweis wegmachen? So. Ah, jetzt macht er da eine Untersuchung. Oder hat er das vorher schon gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist nicht die Schwester. Achso, der untersucht ja da unten. Okay, ich muss einfach warten. Okay, also weiter nach Nordosten. Oder erst mit ihm sprechen. Okay, Zaya konnte wohl fliehen mit ihrem eigenen Pferd. Also grafisch ist ja schon. Warte mal, hier ist gerade so ein kleines Zeltdorf. Ja, ja, ich helfe gleich. Ich will nur ganz kurz mal gucken, was das für ein komisches Dorf hier unten ist. Das ist wohl das. Ist das eine Goblin-Niederlassung hier? Ah, hier kommen erstmal wieder Wölfe, okay. Ich probiere mal gerade hier diese Stiche. Hat anscheinend funktioniert. Teilweise. Mit diesem kritisch. Da ist Zaya. Hereine zum Gruße. Plötzlich tauchte ein gewaltiger schwarzer Oger auf und schlug mein Pferd mit einem Hieb in den Schädel ein. Dann bin ich einfach gerannt, aber dieser Halborg hat mich gefunden. Dann kamt ihr. Okay, hier nehmt dieses Amulett als Dank. Einer meiner Vorfahren hat es gefertigt. Er war ein großer Streiter gegen die Finsternis. Er wird euch vor allen Gefahren. Es wird euch vor allen Gefahren beschützen, selbst wenn ihr es nicht um den Hals tragt. Okay, also brauchen wir es nicht tragen. Folgt dem Weg, der euch von den Göttern bestimmt ist, und tötet diesen schwarzen Oger. Er ist die Ausgeburt des Bösen. Ja, so kennen wir das ja in Fantasy Rollenspielen. Reine mit dir. Das passt zu unserem Traum, okay. Hier findet man. Ja, das hat mir jetzt eben ständig angezeigt, dass es im Vollmondmodus ausgeführt wird. Das nervt mich gerade ein bisschen. Kann man das nicht einfach mal so lassen? Ausrüstung. Ja, was ich eben sagen wollte, ist grafisch. Ich meine, ist jetzt keine Wucht. Kennt man ja von DSA-Rollenspielen, dass sie jetzt grafisch auch normalerweise nicht ganz vorne mit dabei sind in ihrer Klasse. Aber schon ganz schön gezeichnet. So eine schöne klassische 2D-Ansicht, so ein bisschen Baldur's Gate-mäßig. Zayas Amulett, ja. Schnellreise haben wir irgendwie noch.
robuster Kurzbogen. Den könnten wir jetzt auch verwenden, aber ich bleibe mal jetzt erstmal bei der Nahkampfwaffe. Dann haben wir noch irgendwelche Tränke auch direkt schon wieder. Tja, okay. Die kommen jetzt mit. Nö, weiß ich. Ja, das ist tatsächlich sehr nervig hier, dass es ständig angezeigt wird. Oh, Zauber fehlgeschlagen. Wo sehe ich denn eigentlich? Achso, hier oben sehe ich, wo meine Lebensenergie. Lebenspunkte komplett, 27 von 27 und Astralenergie auch schon wieder direkt voll. Also das regeneriert man auch mal direkt hier, das ist auch anders als bei DSA, wo man erst schlafen muss. Ja, der ist direkt wieder voll und diesen Zauber kriegt er offenbar einfach nicht hin. Also auch beim dritten Mal nicht, vierten Mal nicht. Naja, ist offenbar einfach noch zu schlecht zum Zaubern. Okay. So, genau, da ist dieses Tier, was dessen Schädel zerschmettert wurde. Und ich nehme an, ich finde jetzt hier diesen schwarzen, bösen Ober-Ober. Ah ja, das ist er ja schon. Gebieter, seien sehr wütend. Halt dein Maul. Ja, komm. Ich sage drauf auf den kleinen Spasti. Ah ne, auf den kleinen Spasti. Okay, der Ogre muss leben. Er will mich fressen, okay, also muss ich gegen ihn auch noch kämpfen. Das Omelett beginnt zu glühen. Ich versuche mal diesen Zauber jetzt. Wieder nicht. Upsa, upsa. Was war das denn jetzt? Er hat mich umgehauen. Schon wieder. Ja, zumindest trifft er mich, wenn ich liege. Also es ist offenbar so, man kann diese Aktion immer nur so, ja, man kann sie immer nur in bestimmten Zeitabständen machen. Sie müssen sie sozusagen regenerieren. Was macht er jetzt? Ups. Er ist geflohen. Was? Ich bin verflucht? Okay. Diese Kiste kann ich offenbar nicht öffnen. Oder was ist hier los? Ah, Schlüssel finden. Okay. Wahrscheinlich hat den irgendeiner. Dann nehme ich doch mal alles mit. Genau, ich habe ja eben auch die Beute gar nicht genommen bei den anderen Gegnern. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich. Ja, jetzt kann ich die Kiste öffnen. Schlüssel passt. Gut. Truhe. Was ist drin? Ah, Besitzurkunde. Okay. Hier ist eine Urkunde, die auf die Fidians ausgestellt. Ah, so schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Okay, ja, das ist schon extrem nervig hier, dass das immer wieder eingeblendet wird. Könnte an Chrome liegen. Ich kann das Ganze ja auch mal in Safari oder in Firefox probieren. Aber vorher sammle ich nochmal hier die Beute ein. Oder habe ich die doch eingesammelt? Ne, hier, gegen die habe ich ja gar nicht gekämpft. Das waren ja die Opfer. Wo waren denn jetzt diese blöden Hunde? Ah ja, und ich kann ja aufsteigen, oder? Wie war das jetzt?
Da hat er mir irgendwas... Grün... Stufe 3? Neue Stufe erreicht. Okay. Attribute. Punkte frei verteilen. Okay. Ja, Körperkraft kann nicht schaden hier. Konstitution, Körperkraft. Talente, ja, soll er nochmal Einhand natürlich. Ich kämpfe mit zwei Waffen. Sollte er auch nochmal so weit wie möglich hier verbessern. Sonderfertigkeiten. Nahkampf. Ich glaube, da kann ich jetzt nichts auswählen. Zauber. Fulminictus, habe ich den? Kann ich den? Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gerade, was ich hier tue. Ja, vielleicht gibt es jetzt alles im Spiel noch ein bisschen. Also momentan bin ich noch etwas verwirrt. So. Ja, einfach okay. Ja, also das nervt mich doch zu sehr. Also deswegen würde ich einfach sagen, ich nehme an, wenn ich das jetzt einfach beende und dann im anderen Browser gehe und das Spiel dort aufrufe, müsste er einfach an derselben Stelle weitermachen. Dafür ist es ja ein Online-Spiel. Nein, wie heißt das? Ich habe gerade vergessen, wie das Spiel heißt. Nein, Hiroko war es nicht. Herokon, genau, Herokon. Nee, ich möchte nicht mit Facebook einloggen. Okay. Mal sehen, ob es jetzt schneller, eigentlich schneller kann es nicht laufen, also könnte schlechter laufen, möglicherweise. Okay, da bin ich wieder. Ja, ist genauso. Na, ein bisschen ruckliger, würde ich sagen. Ganz so geschmeidig wie im Chrome läuft es nicht, aber zumindest nervt mich dann die ganze Zeit diese komische Meldung. Ja, mal sehen. Also, aber ich kenne diese Meldung eigentlich auch nur von Chrome. Okay, also ich habe, glaube ich, jetzt hier alles genommen. Ich gehe jetzt zurück und durch dieses komische Tor da, durch dieses Dämonentor da, was da gerade eröffnet wurde. Also das hier. Nimbus, ich weiß nicht. Nee, da passiert nichts. Also... Moment, was soll ich jetzt machen? Ich verstehe nicht ganz. Weg nach Greifenfurt begleiten. Achso, ich soll jetzt nach Greifenfurt begleiten. Oh nein, es kommt wieder. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, dann kann ich auch in Chrome spielen, das läuft wenigstens besser. Vielleicht hilft es was, wenn ich hier den Chrome schon mal auf Vollbild einstelle und dann erst hier diese Vollbild-Option im Spiel selber nochmal anwähle. Ach, hier mit ihm muss ich reden. Oder mit ihr. Hereine zum Große. Ah, wir haben die Dokumente, die sie braucht. Das war ein Questgegenstand. Okay, ach, deswegen Besitzurkunden. Das sind die Besitztümer ihrer Familie in Greifenfurt. Ja, noch Greifenfurt, alles wird wieder gut. Wir werden im Nevalstal bei einem Freund unserer Familie Rast machen. Bitte begleitet uns. Rondrik wird sich freuen, euch kennenzulernen. Hier reine okay. Mit dir. Das ist ganz witzig, wie so nach und nach immer alles erst geladen wird. Jetzt sind wir gerade zu Gast bei Rondrik, okay. Rondra zum Gruße.
Rondra mit dir. Okay, wir müssen rausfinden, was mit dem Fluch auf sich hat. Rondra zum Gruße. Also wir sind ja verflucht worden irgendwie von diesem Oger. Übel, was den Filians und dir zugestoßen ist. Ein Schwarzoger hat uns gerade noch gefehlt. Also ein Schwarzoger ist offenbar ein Ogermagier, der sich mit schwarzer Magie beschäftigt. Die Biester gibt es eigentlich nur tief im Süden, als ob wir nicht schon genug Eigenprobleme hätten. Okay, was ist meine Rondra Aufgabe? Schrecken des Todes. Ich muss das Dorf vor dem Schwarzoger warnen. Ferling, der Wachhabende der Bürgerwehr, soll zuerst von den Geschehnissen erfahren. Okay, Ferling. Ja. Vermutlich treibt er sich im düsteren Hain herum. Das ist wahrscheinlich eine Kneipe. Was es mit dem Zeichen auf meiner Hand auf sich hat, wusste Ronnik auch nicht. Okay, ich nehme natürlich wieder an und ja, mal gucken, was kann man das? Aurelia, Köchin. Der kann man nicht reden. Hier oben mit dem kann man reden. Anerin. Ein stetes Lächeln liegt auf Anerins Gesicht. Die Zwölfe zum Gruße! Sanya Salafai, also das ist wohl elfisch. Friede mit dir, Taladar Anerin lächelt. Ich bin ein wandernder Adeptus des Kreises der Einfühlung. Ah ja, okay, den kenne ich. Vielleicht kann ich hier noch das eine oder andere beibringen. Also der kann mir wahrscheinlich Hellsicht, war das? Nee, Verständigungszauber kann er mir wahrscheinlich. Die Zwölfe mit dir. Okay, Astralanimation, das ist auch sinnvoller als Verständigungszauberei. Ja. Ich kann das jetzt entweder für Geld kaufen oder für... Nee, ich verstehe es gerade nicht. Achso, das ist einfach, was es kostet. Ich kann es nur für Geld kaufen. Das Einzige, was ich mir leisten kann, ist die Astrale Meditation 1. Die würde 7 Dukaten und 5 Silbertaler kosten. Dann hole ich mir die mal. Dass ich schneller regeneriere, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Angriff mit euch, ein Zwerg. Na, habt ihr vielleicht Interesse an ein paar generierende Tränken? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich versuch's erstmal ohne. Also ich habe ja auch schon... Aber kann ich jetzt hier was verkaufen? Ah ja, so, okay. Also diese Felle brauche ich ja nicht. Das Florett brauche ich, das Fleisch brauche ich nicht. Ring des Novizen. Ringe wie dieser sind wertvolle Geschenke an junge Gelehrte. Sie schärfen die Sinne und sorgen dafür, dass sie schneller lernen. Okay, das behalte ich mal. Amulett, ja, das behalte ich auch. Gürtel der Lebensgeister. Was habe ich hier alles für ein Kram? Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich mit überhaupt anfangen soll. Und den Kurzbogen habe ich auch noch. Und Lebenstrank. Und Ausdauertrank. Ach komm, also Ausdauertrank, das benutze ich bestimmt nicht. Den kann ich nicht verkaufen. Achso, das sind offenbar Premium-Gegenstände. Also solche, die man dann für echtes Geld kauft. Oder ich weiß es nicht genau. Also okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld, aber es reicht wahrscheinlich jetzt noch nicht für... Die Zwölfe zum Große. Für ein weiterer, nein. Gut, in der Küche konnte ich ja wie gesagt nicht reden. Ich müsste jetzt hier nach Newaldsthal. Oh, schon wieder Kampf. Ne, der steht ja nur so ein bisschen bedrohlich in der Gegend. Oder bin ich das? Ne, ich bin der mit den zwei Waffen, genau. Ein Magier? Ah, das ist einfach ein anderer Spieler jetzt. Und das ist auch ein anderer Spieler wahrscheinlich. Ein Streuner. Ah ja, okay. Die sind natürlich jetzt alle wie so kleine Psychopathen aus, weil die halt mit, genau wie ich halt, mit zwei Waffen durch die Gegend laufen. Auch nicht unbedingt. Fackel, Seil... Na gut, ich meine, so ein Seil kann man mal gebrauchen, sicherlich. Okay, jetzt ziehe ich mal rüber. Also eins reicht mir. Was ich jetzt interessant finde, wäre, ich habe mich null über das Spiel informiert im Vorfeld, also außer, dass ich mal diesen Artikel angelesen hat, der eine Information enthielt, die nicht mehr aktuell zu sein scheint. Interessant wäre, ob man hier so Heldengruppen bilden kann. Kann ich mit der Emmy reden? Ich bin Retter des Neva... Nee, er ist Retter des Neva-Stars. Also, wie man mit ihr reden kann, weiß ich jetzt gerade nicht. So, ich guck nochmal gerade. Genau, ein I kommt an ins Inventar. Das ist schon mal gut. Da hat sich das Spiel an die üblichen Konventionen gehalten. Den Ring ziehe ich jetzt mal an. So.
Den hatte ich nämlich bisher gar nicht an. Und den Gürtel der Lebensgeister ziehe ich auch mal an. Was bringt der jetzt nochmal? Also ich muss übrigens direkt mal dazu sagen, im Original Pen Paper DSA ist es keineswegs so, dass man von vornherein mit irgendwelchen magischen Artefakten überhäuft wird. Ganz im Gegenteil, magische Artefakte sind eigentlich etwas sehr, sehr Seltenes. So, was haben wir noch? Also dieses Amulett, ach, das brauche ich ja gar nicht tragen, hat sie ja gesagt, um die Boni zu bekommen. Das Simmen-Amulett ist dunkel angelaufen, okay. Initiative Basiswert plus 1 bringt das. Und was habe ich jetzt an? Glücksbringer der Sinneschärfe. Plus 1 Sinneschärfe, okay. Dann habe ich jetzt noch ein Florett und aktuell bin ich ausgerüstet mit Kurzschwert und Florett der Klingentänzer. 3 bis 5 Schaden. 3 bis 11 Schaden. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser, wenn ich mit 2 Floretts rumlaufen würde. Aber ja, ich kenne mich jetzt noch nicht gut genug aus hier. Okay, ich kann mein Inventar erweitern mit Geld oder, also In-Time-Geld und echtem Geld offenbar. Schwacher Heiltrank, den kann ich nicht irgendwie ausrüsten. Tja, okay. Dann gibt es hier noch einige andere Helden. Hier gibt es eine Quest. Hereine zum Gruße. Fast wie Heilkraft. Hereine mit dir. Stille Wasser, Heilkraftworte. Der Schreckhafte, ja, sind offenbar einen Antrag machen. Leider ging das schief und nun steckt er in einem Brunnen fest. Willst du versuchen, ihn zu retten? Ja, klar. Versuchen kann man es immer. Hier wahrscheinlich, oder? In den Brunnen klettern. Oh, ich glaube, ich kann nicht gut klettern. Ich weiß nicht. Ach so, okay. Ist ein Dungeon sozusagen. Okay. Interessant. Was auch interessant wäre natürlich, was passiert, wenn ich sterbe? Muss ich mich dann mit so einem Questgegenstand hier... Ach Gott, was soll denn der Mist hier? Das ist da wirklich behindert. Muss ich mich dann hier mit so einem Zartrank wiederbeleben? Der Kampf geht weiter, der Sieg wird dein sein. Zars Wiederbelebung verleiht dir volle Lebenskraft. Ach nee, das heißt einfach nur vollständige Heilung. Also was passiert, wenn ich sterbe? Ich nehme nicht an, dass ich dann komplett tot bin. Das wäre sehr ungewöhnlich für ein MMORPG. Kaviar zum Gruße. Seltsame Gestalt. Sie ist über mich hergefallen und offenbar hat sie sich meine Kleider geschnappt. So kann ich doch nicht nach oben zurück. Okay, also ein bisschen Kleider finden. Und der Ring ist auch weg. Ich dachte, ich hätte ihn. Sah dort auf dem Boden einen goldenen Funkel, aber jetzt liegt er da. Okay, lauter Gerüll. Ohne Werkzeug komme ich nicht ran. Okay. Kaviar mit dir. Was willst du mir jetzt sagen? Ich soll irgendwie diese Kleidung besorgen, wahrscheinlich unter dem Geröll. Rattenpilze. Also hier komme ich zurück zur Stadt, hier sind die Pilze, da fehlt mir aber oftmal noch was, deswegen habe ich jetzt wieder dieses gebrochene Rad hier. Ich brauche eine Fackel, um sie abzubrennen. Ah, okay. Die habe ich ja gerade sogar zufällig gekauft. Oder? Nee, ich habe ein Seil gekauft. Na gut, aber ich weiß ja, wo ich die Fackel kaufen kann. Also mal kurz zurück. Oder habe ich einen Flimflam-Flunkel? Nee, anscheinend nicht, oder? Und was ist das hier eigentlich? Erfahrung. Achso, okay. Bis zur nächsten Stufe. Hier sind überall diese Leute. Diese anderen Helden. Ja, Fackel, genau. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch automatisch direkt die Pilze abbrennen. Ich wüsste mir, ja genau, jetzt ist es nämlich kein gebrochenes Rad mehr, sondern ein zusammengesetztes Zahnrad. Und ich wüsste mich auch gar nicht, wie ich jetzt eine Fackel einsetzen soll, gezielt. So, weg mit den Dingern. Okay. Und jetzt kann er seine Kleidung finden, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Nee, dem kann ich jetzt gerade nicht reden. Verstehe jetzt nicht ganz, warum das jetzt Teil der Quest war. Ah, okay, ein kleiner Gegner. Schattenwürmer. Ah, okay, von dem hätte ich die Fackel auch bekommen können. Hätte ich kein Geld ausgeben müssen.
Tja, okay, jetzt kann ich wieder mit ihm reden. Vielleicht hatte er jetzt seine Klamotten. Mein Gott, was soll denn der Scheiß? Travia zum Gruße. Mein letztes Silberstück. Frag besser nicht, wo ich sie aufbewahrt habe. Travia mit dir. Okay, jetzt geht er also doch nackt hoch. Achso, hier kann ich noch irgendwas machen mit den... Ne, ich kann ihn nochmal verbrennen, okay. Warum auch immer. So, jetzt rede ich mal mit ihr. Denn für sie habe ich das ja gemacht. Reine zum Gruße. Reine mit dir. Und schon wieder ein Stufenaufstieg. So, Gratulation. Edalin ist eine Stufe aufgestiegen. Im Heldenblatt siehst du, ja, okay. Also, neue Stufe. Alles Mögliche ist schon mal automatisch passiert. Und jetzt kann ich noch irgendwie... anderes ändern. Ich glaube, die Sonderfertigkeiten, die kann ich immer nur bei irgendwelchen Lehrmeistern lernen. Das ist ja genauso wie bei Blackguards dann auch. Genau, der ist 3 Meditation 1, hatte ich ja gelernt. Und das ist wahrscheinlich auch einfach nur gegen Geld dann immer. Hier geht es jetzt um ja, Talente. Punkte frei verteilen. Ich gehe weiter, soweit es geht, in 1-1 Nahkampf und dann würde ich als... Nein, sorry, ich wollte eigentlich Fernkampf ansteigern, nicht Zweihand. Rückgängig. So, nochmal. Also Einhand-Nahkampf so weit wie möglich. Ich habe ja 2 Waffen. Und mein 2. Talent würde ich dann sagen, ist die Fernkampf. Nein, jetzt habe ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt. So. Okay, und hier Attribute. Ja, also Mut. Ich kann nur einen verteilen. Gut, also ja, ich steige mal Mut. Das ist ja für den Kampf auch wichtig. Mein Held. Tja. Ach, man kann ja auch noch umgestalten. Na gut. Ach, das kostet dann auch wieder Geld, oder was? Noch mehr Händler. Die 12 zum Gruße. Ja. Also bisher waren die Kämpfe ja sehr leicht, von daher... warte ich erstmal mit der Ausrüstung. Rondra zum Gruße. Gruppenmenü. Ah, man kann hier Leute einladen, offenbar. Verstehe. Also dann kann man schon so eine Gruppe gründen. Wird wahrscheinlich dann auch bei späteren Quests notwendig sein. Also zumindest wenn es irgendwie so ähnlich ist wie bei World of Warcraft. Wo man dann viele Sachen auch einfach nur in Gruppen lösen kann. Und da muss man natürlich dann jeweils sich spezialisieren. Also dann gibt es dann eben so den Tank und den Heiler und den Damage-Dealer. Und wieder so ein kleines Nebenquest, okay. Der mag einen gefallen. Mittagsbrot bringen, okay. Man, als angehender Held gibt man sich auch mit den einfachen Aufgaben zufrieden am Anfang. Und diese Einstellungen sind wirklich extrem nervig. Also ich weiß nicht, ob den Machern das irgendwie noch nicht aufgefallen ist oder ob das jetzt nur Max betrifft oder ich habe es mit Safari und mit Chrome probiert und beide blenden das regelmäßig ein, diese blöde Meldung. Was soll das? Oder ich spiele es jetzt einfach nicht im Fallmodus, ist auch gut. So.
Und wieder ein Dungeon. Gut, ich muss wohl irgendwie. Ich verstehe gar nicht genau, was es eigentlich war und ich muss. Keine Ahnung. Ob das jetzt irgendwie zum Hauptquest gehörte gerade. Irgendwie muss ich ja noch das komische Brot bringen. Aber da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich so Leute jetzt finde, ob ich den einfach jetzt über den Weg laufe mit der Zeit automatisch oder ob man die irgendwie in der Questkarte finden kann. Hier ist nochmal so ein Lehrer. Rondra zum Gruße. Ah, okay, das war die mit dem Brot. Sehr gut, habe ich das schon mal hinter mir. Ein guter Halt dran gehalten, sehr gut. Hier kann ich mir noch so ein paar Kriegerdinger kaufen gegen Geld, aber ich habe nicht genug dafür. Da wäre jetzt auch interessant zu wissen, ich als magiebegabter Elf. Ein wandelnder Leichnam, nett. Kann ich Metall tragen? Wahrscheinlich nicht. Oder wahrscheinlich nicht, ohne meinen Zauber zu verlieren. Oh, ist der jetzt zu schwer für mich? Ah, okay. Der war wohl zu schwer für mich. Schwerverletzt flüchten oder. Nee, ich flüchte. Achso, dann muss ich warten. Okay. Dabei verliere ich einen Teil meines Geldes. Und ich leider im Schicksalsschlag. Okay, das hatte ich irgendwie gerade irgendwo zufällig gelesen, das stand, dass man weniger Erfahrung bekommt für eine gewisse Zeit. Also man würde sagen, man wird bestraft dafür, dass man gestorben ist quasi. Nun gut, ich würde sagen, das sollte auch erstmal gewesen sein. So ein ganz kurzer Überblick hat das ja jetzt schon gebracht. Ah, hier kann ich die Stimme ändern. Ach, die muss man auch erwerben. Ich werde dich ins Licht schicken. Kämpf oder stirb. Okay. Ja, ich werde nochmal eine zweite Folge aufnehmen, glaube ich. Das ist ja schon recht vielversprechend hier. Der Ansatz, wie gesagt, dieser Free-to-Play-Ansatz, den finde ich nicht gut, aber insgesamt ganz ordentlich umgesetzt von der Open Beta auch. Gar nicht großartige Fehler oder sowas. Ich werde es mal probieren. Das mit dem Fullscreen nervt natürlich extrem. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht schaltet ihr dann auch wieder beim nächsten Mal ein bei dem Spiel, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil es echt auch irgendwie so ein Name ist, den ich mir nicht merken kann. Wie heißt das hier? Herocon Online, genau. Herocon Online. So. Also, dann bis zum nächsten Mal.